herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht in diesem Video um quadratische Gleichungen und deren Lösung auf dem Caso fx91.de. Grundsätzlich müssen Sie bei quadratischen Gleichungen drei Fälle unterscheiden. Der erste Fall ist der, dass die Gleichung zwei Lösungen hat. Hier sehen wir ein Beispiel. Diese quadratische Gleichung hat zwei Lösungen. Die sind hier schon angegeben. Es gibt Gleichungen, die nur eine Lösung haben. Hier wiederum ein Beispiel und auch die Lösung ist schon angegeben. Und es gibt auch quadratische Gleichungen, die keine Lösung haben. Hier sehen wir so ein Beispiel, das keine Lösung hat. Ich werde nun alle drei Gleichungen auf dem Casio betrachten. Grundsätzlich ist es denkbar, die Lösung für die quadratischen Gleichungen mit Hilfe des sogenannten Solvers auf dem Casio zu ermitteln. Das hat aber den Nachteil, dass der Solver die erste Lösung, die er ermittelt hat, anzeigt und nicht automatisch nach einer weiteren sucht. Daher werde ich diesen Weg hier nicht einschlagen. Ich werde stattdessen über das Menü Gleichung-Funktion gehen, denn dort werden immer alle Lösungen angezeigt. Das hat zwar zwei kleine Nachteile, die sind jedoch leicht zu bewältigen. Der erste Nachteil ist, wenn es keine Lösung gibt, werden die sogenannten komplexen Lösungen angezeigt. Die interessieren normalerweise nicht. Ich werde Ihnen gleich zeigen, wie man die erkennt, sodass man die dann einfach ignorieren kann. Der zweite Nachteil ist, dass gleichzeitig neben der Lösung dieser Gleichung das Ganze auch wie eine Funktionsvorschrift betrachtet wird und nach Minima und Maxima gesucht wird, also nach Maximalwerten und nach Minimalwerten und diese auch angezeigt werden. Die sind aber in diesem Zusammenhang auch nicht interessant. Die kann man also auch einfach ignorieren. Auch das werde ich Ihnen zeigen. Dieser Weg ist auf jeden Fall recht ordentlich und sicher. Und wenn Sie diese kleinen Schwierigkeiten überwunden haben, werden Sie hier immer alle Lösungen finden. Nun zur Umsetzung auf dem Casio. Ich werde zuerst die Gleichung 4x² minus 12x minus 40 gleich 0 lösen. Diese Gleichung hat zwei Lösungen. Dazu gehe ich in den Gleichungslösungsmodus. Dort wähle ich die 2 für Polynomgleichung. Meine Gleichung ist vom Grad 2, da es sich um eine quadratische Gleichung handelt, also muss ich hier die 2 wählen und bin schon im passenden Eingabemodus. Hier ist die Gleichung schon angegeben. 4x² 4 gleich minus 12 minus 12x gleich minus 40 gleich Gleichheitszeichen gedrückt und die erste Lösung erscheint. Ich erkenne sofort, dass es zwei Lösungen gibt, denn hier steht x1. Diese 1 deutet an, dass es zwei Lösungen gibt. Die erste Lösung ist 5. Gleichheitszeichen gedrückt, es wird die zweite Lösung angezeigt. Minus 2. Auf diese Weise kann ich sogar noch mal zurückblättern zu der ersten Lösung. Drücke ich wieder das Gleichheitszeichen, wird mir die Lage des Minimums gezeigt, wenn das Ganze als eine Funktionsvorschrift aufgefasst wird. Das interessiert mich aber an dieser Stelle nicht, also ignoriere ich das einfach. Es wird auch der Funktionswert von diesem Minimum angezeigt, das interessiert mich auch nicht, also kann ich das ignorieren. Damit ist der erste Fall schon gelöst. Ich bin weiterhin in diesem Modus und kann nun gleich die nächste Gleichung lösen. Wichtig ist nun, wenn ich in diesem Modus bleibe, dass ich die Zahlenwerte tatsächlich immer neu eingebe und nicht einfach mit dem Gleichheitszeichen übernehme, da sonst der Taschenrechner sofort versucht, eine Lösung zu ermitteln. Also selbst wenn hier wieder eine 4 stehen würde, so wie hier, kann ich die nicht einfach mit dem Gleichheitszeichen übernehmen, sondern ich müsste die 4 neu eingeben. In diesem Fall ist es aber tatsächlich eine 3, die da steht. 3, Gleichheitszeichen, minus 18, x, Gleichheitszeichen, plus 27, Gleichheitszeichen, wieder das Gleichheitszeichen und die Lösung steht dort. Lösung ist 3. Ich erkenne sofort, dass es sich nur um eine Lösung handelt, da das x nicht mit einem Indiz bedient ist. X gleich 3, nicht x1 oder x2, einfach nur x. Damit ist diese Gleichung auch schon gelöst. Kommen wir zum dritten Fall. Hier
Hier kommt nun das Problem, das ich eben schon angedeutet habe. Dieser Koeffizient ist gleich geblieben. Ich muss ihn aber neu eingeben. 3 gleich. Ich muss auch die minus 18 neu eingeben, obwohl die gleich geblieben ist. Gleich plus 36. Wenn ich jetzt das Gleichheitszeichen drücken werde und die Lösung erscheint, könnte Sie das zunächst ein wenig irritieren. Denn hier erscheint tatsächlich eine Lösung. Es handelt sich aber hier um eine komplexe Zahl, die Sie vermutlich nicht kennen. Das heißt, Sie müssen das Ganze als nicht lösbar an dieser Stelle ansehen. Sie dürfen das Ganze also so betrachten, als sei hier keine Lösung vorhanden. Wieder das Gleichheitszeichen gedrückt. Die zweite Lösung wird sichtbar. Das ist wieder eine komplexe Lösung. Das erkennt man an dem i und wird wahrscheinlich für Sie keine vernünftige Lösung darstellen. Das heißt, Sie dürfen hier davon ausgehen, dass diese Gleichung keine Lösung hat. Gleichheitszeichen, wieder werden Minima und Maxima angezeigt. Die interessieren mich wiederum nicht. Ich kann jetzt wieder dieses Menü verlassen und bin damit wieder in dem normalen Eingabemodus gelandet. Ja, ich hoffe, Sie konnten das Ganze nachvollziehen und sind jetzt in der Lage, mit dem Casio die quadratische Gleichung sicher zu lösen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen, natürlich noch mehr über ein Abo und danke vor allem für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.